Hallo zu einem neuen Video. Ja, heute wird gemulcht und wir brauchen den Mulcher natürlich. Wo wird gemulcht? Drüben, wo wir die andere Wiese da nutzen durften. Und ja, das will ich euch dann mal eben wieder mit zeigen. Aber ich muss dann noch den Heckcontainer da abbauen und dann komme ich gleich hierher gefahren. Und dann stelle ich euch auf und es sind auch ein paar neue wieder dazu gekommen. Dann zeige ich euch mal wieder, wie ich den anbaue. Und genau, soweit dazu. Dann würde ich sagen, wie gesagt, ich baue das mal eben ab und stelle ich dann wieder auf, wenn ich den dann anpicke, den Mulcher. Genau. Ja, ich habe ihn jetzt da ein bisschen rausgezogen, ne? Stehe jetzt davor. Ja, noch eins vielleicht. Ja, wir hatten es ja ziemlich trocken die Zeit, ein paar Ringschauer und so. Hier war es ziemlich trocken und halt, ja, wenn man da halt ein bisschen in den Morast da kommt, ja, wird's halt feucht. Ja, und da hat er schon zu Schwierigkeiten gehabt, ohne Allrad durchzukommen, habe ich geschafft, ja. War jetzt nicht so optimal, aber okay, gut, ne? Kann man jetzt viel drüber sagen, ob das sein muss oder nicht. Ging aber, ne? Er hat hier so ein bisschen radiert jetzt eben. Da kann man das da sehen, so. Ja. Kann man das sehen? Ich glaube ja, ne? Aber hält sich alles in Grenzen, ne? Wo das jetzt kommt, keine Ahnung. Irgendwie Körnerfutter. Genau. Stelle ich hier irgendwo auf und dann könnt ihr mir mal eben zugucken, wie ich das Ding anbaue. Es ist jetzt kein Hexenwerk, aber ja, vielleicht für den einen oder anderen noch mal interessant oder mal interessant zu sehen, wie ich den anbaue.
Ich hoffe, ihr konntet einige sehen. Ja, ich arbeite viel von dieser Seite, weil ich Linkshänder bin, ne? Und ja, den Oberlenker, gut, den sollte man ja einmal einstellen, ne? Dass der waage ist hier, ne? Aber das kannst du eigentlich kaum, bis fast gar nicht, finde ich. Weil dieses Ding hier, das ist, finde ich, ist ein ganz großes Manko an dem Mulcher. Du kannst ihn hier nicht weiter anknallen, ne? Und ja, wenn der hoch und runter geht, ne, dann ja, verändert sich halt der Winkel, ne? Wenn er jetzt noch weiter runter geht, ne, ist es wieder, ne, ist der Winkel ja kürzer. Also wenn er dann waagerecht ist, dann ist er halt länger. Dann ist er kürzer, wenn er runter geht, ist er länger. Ne? Und ja, das ist, finde ich, immer ein ganz großes Manko daran. Und ja, die Räder mehr oder weniger. Das eine ist schon krumm, da muss ich mal aufpassen, dass ich das verliere. Könnt ihr mal ja wetten, ob ich das doch verliere. Ne? Und genau. Abschmieren oder sowas brauche ich nicht. Ich habe das letztes Mal abgeschmiert und ja. Jetzt hole ich mir nochmal eben eine Kopfbedeckung, denke ich mal, und Ohrenschützer und dann geht's gleich rüber. Ob ich da jetzt was molche? Ich will euch was zeigen, ja, aber mal sehen was. Ne? Und danach wollte ich eigentlich schleppen. Schleppen hatten wir letztes Mal schon. Vielleicht zeige ich da auch nochmal ein paar Ausschnitte oder sowas. Genau, soweit das. So, kommt man nicht? Ich bin jetzt da auf der Wiese. Okay. Ich bin auch auf das Stück, wo das wirklich kompliziert ist. Kommt man nicht? Ja. Weil also der Flügel, Hausflügel, kann man sagen. Und das ist mehrere Jahre und so, das ist echt schwer. Yeah.
unterwegs war. Ich war jetzt wieder ganz und
ich habe eben gar nichts mehr weiter gefilmt. Ne? Die eine Wiese ist auch fertig. Das andere Stück, ja, was ich da auch noch machen sollte, habe ich jetzt auch fertig. Hat ganz lange gedauert. Ja. Aber das war so ein kleines Stück, wo ich viel hin und her und nicht so schnell fahren und so, ne? Genau. Jetzt ist 18 Uhr, falls ich das eben noch nicht erwähnt hatte. Ja, und ich fahre jetzt hin und ja, baue den Brücher ab, baue dann die Schleppe an, fahre dann nochmal hierher und schleppe nochmal eben und dann ist es dann nicht fertig hier. Genau. Und ja, dann ist der Freitag auch vorbei. Aber ich nehme euch dann gleich noch mal eben mit oder zeige euch das Endergebnis oder weiß ich auch noch nicht. Aber ja, also seid gespannt. So, jetzt haben wir es 20 nach 6 oder vielleicht halb 7. Also eben habe ich auf die Uhr geguckt und das war 20 nach 6. Hab die Schleppe jetzt angebaut, wie man vielleicht sehen kann. Und habe mal eben was getrunken und den Hugo gefüttert, der war vor der Tür. Und ja, jetzt fahre ich nochmal dahin hin, schlepp die beiden durch. Wie gesagt, mal sehen, ob ich da gleich mal in euch aufstelle oder nicht. Mal sehen. Aber dann mache ich zwar ein paar andere Aufnahmen. Genau. Soweit hierzu, dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute und Damen. Ich hoffe, man hört mich. Das war eine ziemlich niedrige Drehzahl. Ich bin jetzt wieder auf das hintere Stück. Ich habe die Klappe eigentlich wirklich schon. Aber das ist ja so uneben. Eigentlich wollte ich hier so ein bisschen ja, das einebnen und die ja, Pferdeäbel so auseinander. Oh, Alter. Weil du kriegst ja hier keine Geschwindigkeit raus, weil das wackelt so sehr hier. Das habe ich bei dem anderen Stück, das geht da besser. Aber ich glaube, man muss die erstmal walzen. Und ja, geht hier jetzt auf, bringt nichts. Ich glaube, ich mache eher den Trick und die Schleppe kaputt mit diesem Rum. Also hin und her gehüpfe. Ja. Und immer diese Knöpfe und sowas, das ist glaube ich auch nicht auf der Dauer gut für die Achse und sowas, ne? Gut, ne? Andere sagen vielleicht, ja, dafür ist er gebaut oder so, ne? Aber auf dem Feld hüpft das ja auch. Ja, aber da fährst du nicht gegen eine, keine Ahnung, gegen eine Wand, sage ich mal so. Also, ja. Wie gesagt, ich gebe jetzt auf hier. Ja, das bringt nichts, finde ich. Du kriegst hier keine Geschwindigkeit drauf, wie gesagt, in die Städte, aber jetzt ziehst du auch mehr oder weniger nur. Ja, auch nicht schön auseinander. Genau. Ja, merkt ihr das? Seht ihr das? Das hüpft hier ganz schön. Aber das hier, das sieht da ganz gut aus. Aber auch hier, ne? Das sind so unebene Stellen hier. Da muss man eigentlich erstmal walzen und wieder in Gang kriegen die, aber naja, soweit hierzu. So, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin jetzt im Auto, habe mich eben geduscht. Hatte ich glaube ich erzählt, um 9 so war ich da fertig. Um 9 Uhr war ich fertig mit dem Schleppen soweit. Oder kurz vor 9 irgendwie so. Dann habe ich mir schnell Zeug geholt und bin unter die Dusche gehüpft. Vom schnell. Also, ja, halt in die Dusche gegangen. Ne? War durchgeschwitzt von der Arbeit her und auch so. Ne? Und ja, jetzt brauche ich noch ein bisschen was für morgen früh zum Essen. Und für heute Abend was, weil ich möchte kein Brot essen. Und noch ein bisschen was gibt. Also Getränke noch ein bisschen und richtig einkaufen tue ich dann morgen früh, Vormittag.
Ja, und dann war ich wieder an den Heuwen dabei, dass ihr mal eben so einen Überblick habt. Ne? Ach ja, jetzt ist es übrigens 19.50 Uhr. Genau. Und dann will ich jetzt keinen nicht stressen, da so durch den Laden hetzen und hier und da. Vielleicht einige schaffen das vielleicht sogar in einer Stunde. Keine Ahnung, ich bin auch noch nicht ganz da. Aber warum soll ich mich jetzt abhetzen? Na, dann kann ich das auch genauso gleich morgen machen. Oder genauso morgen machen. Gut, man muss dann wieder los, aber ich könnte dann auch was anderes besorgen. Also von daher wäre es nicht ganz so schlimm. Genau. Einige machen bei uns hier wahrscheinlich wieder Silo. Nach Heu sieht das gar nicht aus. Man könnte aber, man hätte, gestern hat es geregnet, aber ich glaube, man hätte noch Heu machen können. Ich bin am überlegen, wir haben nächste Woche einen Tag, wo Gewitter gibt in der Woche. Ansonsten Montag schön, Dienstag bis 29 Grad, Mittwoch halt Gewitter, Donnerstag und Freitag wieder schön, oder Donnerstag schön, Freitag bewölkt. Wäre dieser verdammte Mittwoch nicht, dann hätte ich mal überredet, morgen zu mähen zu lassen. Dann morgen, ja, morgen liegen lassen im Schwatt. Also abmähen im Schwatt liegen lassen und Montag dann auseinanderwerfen und dann hätte man bis Donnerstag Zeit, ne? Ja, im Prinzip ist es dann nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, eventuell Freitag. Freitag weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau, wie das Wetter wird. Ich meine, bewölkt, aber ohne Regen. Genau. Aber das ist halt so. Wir brauchen im. Was denn los? Wir brauchen mindestens 4 Tage, 5 Tage gutes Wetter. Genau. Soweit hierzu. Und dann denke ich auch, ist das Video lang genug. Und dann hoffe ich, es hat euch ein wenig gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.